Herzlich willkommen, Heiligabend, Pack-Opening, Tatsache. Jo, feierlich, festlich, mit Weihnachtswichtel. Und wir gucken mal, was der Weihnachtsmann so in den Packs hat. Team der Woche ist so, naja, also keine speziellen Wünsche ist immer am besten. Dann wird man nicht enttäuscht, wenn die Erwartungshaltung nicht zu hoch ist. Wir haben diese Woche mal wieder, dank eurer Mithilfe, Gold 2 geschafft. 17 zu 11, stimmt es? Ja, glaube ja. Und selbst in Rivals sind wir Division 2 Rang 2 diesmal geblieben. Gab auch noch ein paar Packs. 45.000 Münzen, ein seltener Gold, zwei seltene Mega und zweimal vier Player Picks. Da gehen wir jetzt rein und denken an gar nichts außer an Weihnachten. Und 3, 2, 1, auf geht's, ohne lange zu zappeln. 1 von 4. Boom. Jo, supi. Ah. Da war schon mal so eher nix drin. Was nehmen wir denn da vor Schreck? Ich würde sagen Premier League, auch wenn wir es nicht wirklich gebrauchen können. Aber Mina ist the way to go. Und Schreck die weg. 3, 2, 1. Pack 2 kann ja nur noch besser werden. Und auch hier zu Weihnachten wieder nur Schmutz. Vielen Dank für nichts. Und ja, Weekend League. Gold 2. Ihr habt die Rewards gesehen. Wir nehmen den 82er vom Ranking. Und ich wünsche euch bessere Player-Picks. Wahrlich. Trotzdem sind wir guten Mutes, gehen in die Packs rein und ballern die noch schnell weg. Weil ihr habt heute alle viel zu tun. Päckchen packen oder was auch ich. Telefonate zu führen. Was auch immer. Schnell in die Jumbo Premium Gold Packs. Und wir haben Rare. Kein Walkout. Mann, waren die schlecht, oder? Und Spanien. Tom und das Spanien-Syndrom. Oya Zabal. Herzlich willkommen. Und zack, zack. Oh, Mailand sagt dir immer so irgendwas Tolles. So. Nächste Jumbo Premium Gold Pack. Rare. Kein Walkout. Wie sollte es auch? Und jo, nix. 3, 4, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, seltene Spieler heben wir zum Schluss auf. Hier haben wir noch ein seltenes Goldpack. Immerhin Rare. Logisch, kein Walkout. Und Thielemanns. Yippie. Eieieiei. So. Alle doppelt. Zack, 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 zack. So, jetzt kommen die Megapacks tradable aus den Rivals. Rare, kein Walkout. Board, Stürmer, Roma. Herr Tico. So, da war noch einer weggeflutscht. Achso, war doppelt. Gut. Nächste Megapack und dann kommen noch die zwei seltenen. Rare, kein Walkout. Ich sah schon nichts mehr dazu. Rotmünzen. Haben wir noch Platz? Ja. Oh, alle Platte war dabei. Und jetzt seltene Megapacks. Zwei Stück. Alles Gold, alles selten. 30 Items. Rare ist klar. Und natürlich kein Walkout.
Abernen Board und ZM Astra und Inform Budescu. Immerhin Team of the Week. Dahinter haben wir nix. So. Dann haben wir es auch gleich überstanden. Oh mein Gott, was für schlechte Rewards, oder? Denkt dran, ihr schreibt mir wieder in die Kommentare bitte, wie es euch ergangen ist. Und ja, bleibt dann eigentlich nur die Daumen zu drücken. Aber viel schlechter kann es bei euch nicht laufen. Glaubt mir. Letztes Pack, seltene Mega nochmal. Untrade, Rare. Wieder kein Walkout. Und ein Board. Hollande, ZM. Nochmal ein Team of the Week. Immerhin. 10k Abstoß. Copminers, willkommen und vielen Dank. So, nichts dahinter. Wie auch nicht anders zu erwarten. Oh, Auswärtsrekord Hertha. Wieso haben wir doch aber schon? Pope. So, wie auch immer. Klasse, oder? Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch hervorragende Feiertage. Macht das Beste draus. Gechillt. Lasst euch beschenken. Erholt euch. Und an der Stelle auch immer vielen Dank fürs Zuschauen, ob im Livestream oder hier auf den Clips. Freut mich sehr. Bleibt am Ball auch im neuen Jahr. Wir sehen uns bestimmt am Wochenende im Stream. Ansonsten spätestens zu den Supporter Games nächste Woche. Am 30. Und heute, wie gesagt, schöne Weihnachten. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut.